Ja, Karl. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Da habe ich jetzt zweimal hinschauen müssen. Dachte mir, es wäre eigentlich ein normales Aquarium. Ist es nicht. Nein, wie kam definitiv die Idee? Nicht. Genau, das ist eine, ja, eine ganz normale Trommel gewesen. Und die habe ich jetzt umgebaut zu einem Aquarium. Ich mache ja, generell mit meiner Firma halt mit ausgespielt. Da baue ich ja, halt Musikinstrumente zum Möbel um. Und ich habe die durchsichtige Trommel gesehen und wusste, das muss ein Aquarium werden. Und so habe ich es probiert und ja, es funktioniert. Wie kam die Idee, aus Instrumenten Möbel zu machen? Genau, die entstand in der Schule einmal. Ich habe eine Schule gemacht für Möbelbau und Innenraumgestaltung. Und zudem bin ich Schlagzeuger. Und da haben wir ein Projekt machen müssen, haben wir einen Job einrichten müssen. Und da habe ich natürlich halt ein Musikgeschäft genommen. Ja, und da ist das ganze Bild entstanden. Mhm. Zu Hause dann habe ich es einfach probiert im Keller. Und mit einer Trommel habe ich gestartet, wie ist das technisch machbar, dass man da wirklich Möbeln draus machen kann. Und während dem Machen sind mir immer wieder neue Sachen mit eingefallen. Und das ist jetzt eines der neuesten Sachen, was ich gemacht habe. Mhm.